Ja, herzlich willkommen, heiße ich Sie alle zur Pressekonferenz nach dem heutigen Oberligaspiel zwischen dem FC Nöttingen und dem FV Ravensburg. Entstand 1:2 und natürlich begrüße ich die beiden Trainer. Das sind heute Steffen Wohlfahrt vom FV Ravensburg und unseren Trainer Michael Wittwer. Herr Wohlfahrt, ich denke, mit einem Auswärtssieg brauche ich nicht groß fragen, ob Sie zufrieden sind. Ich gehe davon aus, Sie sind es. Wie haben Sie das heutige Spiel gesehen? Hallo zusammen, auch rüber in den VIP-Raum. Also ich würde mal gerne jemanden kennenlernen, der nach einem Sieg nicht zufrieden ist, also oder sich nicht freut. Ich freue mich natürlich sehr. Mich ärgert es trotz alledem, dass wir es nicht besser zu Ende gespielt haben, unsere vielen Situationen, die wir hatten. Wir sind gut ins Spiel gekommen, bringen uns selber durch eine dumme Aktion am eigenen 16er, bringen wir Nöttingen ins Spiel, wo es dann, denke ich mal, ein offenes Spiel war mit dann zwei Riesenchancen für Nöttingen. Wir hätten es nach dem 1-0 beziehungsweise dann auch früher entscheiden können mit Kontersituationen dann, die wir schlecht und schlampig zu Ende gespielt haben. Aber ich habe heute mit meinen drei Offensivspielern Durchschnittsalter 21 gehabt. Ich denke, die dürfen auch noch den ein oder anderen Fehler machen. Aber ja, nochmal auf die Frage zurück. Ich bin selbstverständlich glücklich, dass wir heute hier drei Punkte geholt haben. Danke. Vielen Dank und natürlich Glückwunsch zum Sieg, hatte ich noch vergessen. Micha, deine Gemütslage, denke ich, sieht etwas anders aus. Wie hast du das Spiel gesehen heute? Ja gut, von meiner Seite natürlich auch. Erstmal Glückwunsch. Von mir habe ich das Spiel gesehen. Ich habe eigentlich erwartet, dass nach dem Spiel in Freiberg die Mannschaft sich jetzt heute hier anders präsentiert. Wir haben viel zu viel individuelle Fehler im Spielaufbau. Wir haben Unkonzentriertheiten bei der Ballan- und Mitnahme. Wir haben Flanken, die hinters Tor segeln. Letzte Woche hat man es der eine oder andere auf den Platz geschoben. Heute muss ich mal fragen, ob es wieder der Platz die Schuld hat, weil wie gesagt, in Ravensburg ist das nicht passiert. Da kommen die Bälle vorne an, da werden die Bälle in den Fuß gespielt. Der Stürmer oder der Offensivspieler nimmt den Ball schon richtig mit, dass er zum Abschluss kommt. Und bei uns ist das alles zu zäh. Alles wieder einen Schritt langsamer, wie auch schon in Freiberg, wo der Gegner einfach gedanklich schneller ist, physisch schneller ist. Und da kannst du in dieser Liga auch kein Spiel gewinnen, so wie wir im Moment jetzt da aufgetreten sind. Und ich habe gedacht, in Freiberg nach dem Spiel, dass jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat. Wir haben jetzt am Mittwoch einen BFV-Pokal-Halbfinale gegen den souveränen Tabellenführer in der Regionalliga. Und wenn ich dann drei Tage davor oder vier Tage davor so ein Spiel, ja, sage ich mal, von der Einstellung her, von der Konzentration, von der Konsequenz schon anbiete. Natürlich waren nachher noch Möglichkeiten da. Die Jungs wollten das Spiel dann noch drehen, überhaupt keine Frage. Sie haben dann auch nach dem 1:1 zwei, drei Chancen gehabt, vielleicht das 2:1 machen, aber trotzdem, wir haben Gegner viel zu viele Möglichkeiten, Räume geboten. Und das ist einfach eine Sache vom Willen, den Zweikampf zu gewinnen wollen. Das hat Ravensburg gemacht. Wir haben immer schön den Fuß wieder ein bisschen reingehalten, dann mal ab und zu wieder nett, und so baut man den Gegner auch auf, so macht man ihn auch stark. Und wenn wir das am Mittwoch genauso auf den Platz bringen, dann ja, wird es ganz, ganz schwer. Und ja, nur darauf zu hoffen, dass es ein anderer Wettbewerb ist und dass man da ein anderes Gesicht zeigt. Wir müssen uns jetzt im Klaren sein, dass wir in der Liga erstmal den Abwärtstrend, der sich im Moment einstellt, dass wir den irgendwie aufhalten. Und am Mittwoch, da muss schon einiges zusammenkommen, um da erfolgreich aus dem Spiel rauszugehen. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass der eine oder andere jetzt übers Wochenende sich mal dann auch Gedanken machen kann, was er ändern muss bis zum Mittwoch. Danke. Woran liegt es, dass Ihrer Mannschaft auch in den letzten Wochen die offensive Durchschlagskraft einfach verloren gegangen ist, nachdem Sie in der Vorbereitung ja quasi alles kurz und klein geschossen haben? Ja, ich sag mal, wir haben ja im ersten Spiel gegen Ilzhofen ein einigermaßen ordentliches Spiel gemacht, nach einer langen Winterpause. Das war bis über weite Strecken war das okay. Dann fährt man nach links, da war das Fußballspielen schwierig, weil die Platzverhältnisse das nicht hergegeben haben. Da hat man dann mit dem Unentschieden, so langsam hat man es da mehr oder weniger auch mit dem Platz. Dann kam das Heimspiel gegen Backnang und da hat man einfach zu wenig gemacht, insgesamt zu wenig gemacht. Und dann kommt man irgendwann in den Trend, wo dann natürlich dann auch solche Dinge, wie man jetzt heute gesehen hat, vom Holger Fuchs, ein Kopfball von 3 Meter,
wo ein Torwart anköpft in der ersten Halbzeit, ein Schimmi, der den Innenpfosten trifft, der Ball geht raus. Aber es gibt auch andere Aktionen, der Timo Brenner will flanken, Gegner grätscht dazwischen, normalen Eckball, aber springt ihm der Ball wieder selber ans Knie, geht ins Aus. So waren heute auch einige Aktionen drin und gegen das muss man angehen. Und das haben wir uns aber selber zuzuschreiben, weil wir einfach, wie gesagt, nach vorne unkonsequent sind. Wir haben die technischen Fehler drin, wie gesagt, bei der Ballannahme schon. Wir haben bei den Flanken, ich glaube, wir haben 3 oder 4 Flanken freistehend hinter das Tor geschossen. 2, 3, die wir denken, die hat der erste Mann sofort abwehren können. Da kann man nicht torgefährlich werden. Und dann haben wir viel zu wenig auch in die Tiefe gespielt. Wir haben dann immer wieder quer und wollten auf die andere Seite. Und wir müssen da zielstrebiger werden. Und ja, aber das hat dann irgendwann, das ist natürlich jetzt wieder durch die Niederlage, wieder weniger Selbstvertrauen, wieder wird gerätselt, an was liegt es. Der Spieler macht sich vielleicht Gedanken, warum klappt es jetzt nicht mehr, warum klappt es nicht mehr so, wie Sie gerade gefragt haben. In der Vorrunde hat es geklappt und im Moment klappt es halt nicht und das schaukelt sich dann hoch. Aber ich habe es den Jungs gesagt, wir können uns nur Selbstvertrauen holen mit Siege. Ob das dann gut rausgespielt war, ist was anderes. Wichtig ist, dass du gewinnst und heute. Ja, stehen wir halt wieder da mit der Niederlage und das ist für den Mittwoch bestimmt nicht förderlich. Frage an Herrn Wittwer und zwar, Sie haben ja heute das System 4-3-3 gespielt, wenn ich da richtig informiert bin, nach Gespräch mit einem Spieler, der gemeint hat, es wurde ein bisschen wenig trainiert in letzter Zeit, so gut wie gar nicht auch trainiert. War das vielleicht ein bisschen zu risikobehaftet, das ganze System heute gegen Ravensburg zu spielen? Ich glaube, die Spieler sollen sich mal Gedanken machen über ihre Leistung, nicht Gedanken machen, ob wir zu wenig oder zu viel trainieren. Frage hätte ich natürlich auch noch, wie es dem Frater geht, der mit einer Knieverletzung, glaube ich, rausgegangen ist. Weiß man da schon genau was? Na, ich habe jetzt unseren Physio gefragt. Er hat gesagt, er hat nur einen Schlag drauf bekommen. Aber wie gesagt, da muss man jetzt auch erst mal abwarten, was übers Wochenende passiert, wenn er Ruhe hat. Vielleicht liegt es auch da dran. Dass dann das Band dadurch überdehnt ist oder irgendwie, aber bevor der Mannschaftsarzt nicht drüber geschaut hat, ist schwierig da eine Diagnose zu stellen. Und vielleicht nochmal eine kleine Vorausschau für das Spiel am Mittwoch. Es geht gegen Waldhof, natürlich Top-Mannschaft gerade jetzt in der Regionalliga. Die Leistungen vom FC Nördlingen sind momentan nicht so berauschend, aber trotzdem, Pokal hat ja seine eigenen Gesetze. Inwieweit ist da vielleicht dann doch was drin für Ihre Mannschaft? Ja, wenn Sie kapieren, dass sie nicht nur darauf sich bezieht, dass es eigene Gesetze hat und dass wir schon vor wie vielen Jahren mal hier gegen Waldhof auch im Pokal gewonnen hat, sondern sich überlegt, dass sie auch viel dafür tun muss und auch vor allem bei sich mal, jeder bei sich mal sucht, wo liegt es dran, gebe ich wirklich 100% oder gebe ich bloß 95%, weil eins sind wir uns im Klaren, am Mittwoch reichen dann nicht einmal 100%, da brauchen wir 110% und das immer dann irgendwo da auf irgendwelche Systeme oder aufs Training oder sonst irgendwo was schieben. Im Endeffekt die 11, die auf dem Platz stehen, die müssen sich im Klaren sein, was am Mittwoch auf sie zukommt, schon allein vom Gegner her auf sie zukommt und dass sie einfach von ihrer Leistung her mal das abrufen müssen. Und dann, wenn ich das mache, läuferisch, kämpferisch, taktisch, technisch vor allem, was heute das Riesenproblem war, technisch vor allem, wenn ich das umsetze, ja, dann kann natürlich sein, dass ich auch gegen so eine Mannschaft an einem bestimmten Tag, bei einem bestimmten Spielverlauf auch die Möglichkeit habe, noch weiterzukommen. Aber da muss, wie gesagt, schon einiges geschehen, dass das passiert. Also, wir haben es gerade gehört, Mittwoch, der war schon mehrfach im Gespräch, da steht es an, das Rothaus BV Pokal-Halbfinale zwischen dem FCN und SV Waldhof Mannheim um 19.30 Uhr hier zu Hause in unserer wunderschönen kleinen Arena und ich habe es mehrfach gesagt, wer noch keine Karten hat, sollte sich rechtzeitig welche besorgen, um lange Wartezeiten an den Kassenhäuschen zu vermeiden und wir hoffen natürlich, wie wir gerade gehört haben, vielleicht gibt es doch die Überraschung hier und wir können ins Finale einziehen. In der Oberliga geht es weiter, dann mit einem Auswärtsspiel am 30. März beim FC 08 Villingen um 15 Uhr und auch sicherlich ganz interessant dann das Derby am Freitag, 5. April um 19 Uhr zu Hause gegen den SV Spielberg. Auch die zweite Mannschaft, zurzeit recht erfolgreich, spielt morgen am Sonntag 15 Uhr zu Hause gegen SC Wettersbach. Lohnt sich immer ein Besuch, kommen Sie vorbei und wir wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende. Herr Wohlfahrt, Ihnen gute Heimfahrt, eine gute Restrunde. Micha und wir freuen uns auf Mittwoch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.